Wer gewinnt dieses Mal? 2. Oh Joni, heute ist nicht dein Glückstag, hm? Also im jetzigen Zustand kann er fast gar nicht mehr sprechen. Er kann einfach noch da sein, mehr kann er nicht mehr. Als Jonathan auf die Welt kommt, wirkt er wie ein ganz normales Baby. Nach einem halben Jahr stellen die Ärzte dann eine Entwicklungsverzögerung fest. Doch die eigentliche Diagnose kommt erst nach einer Krebserkrankung zum Vorschein. Jonathan hat MLD, eine seltene und unheilbare Stoffwechselerkrankung. Es war dann schon sehr einfühlsam auch, dass da behutsam uns gesagt wurde, ihr Kind wird nicht nur nicht alt werden, das wird auch ein Gehirn haben, das schrumpft immer mehr und irgendwann wird es sterben. Das kann man gar nicht beschreiben. Man war wie in so in einem absoluten Ausnahmezustand. Der Traum von einem normalen Familienleben zerplatzt. Für Susanne Kellner ist klar, sie kann in ihren Beruf als Lehrerin nicht zurückkehren. Ab jetzt muss sie ganz für ihren Sohn da sein. Denn sein Zustand verschlechtert sich immer weiter. Also das Danebenstehen und Zuschauen müssen praktisch, wie er immer weniger wird, das macht einen wahnsinnig mitunter. Also man hat ganz grausame Ohnmachtsgefühle oder auch Hilflosigkeit. Man ist auch sehr wütend, ja, warum passiert das mir? Nein! Jeden Mittag trifft sich die ganze Familie zum Essen. Matthäa, die 6-jährige Tochter der Kellners, ist aus der Schule zurück. Vater Dirk ist Pfarrer. Die Gemeindearbeit fordert ihn, doch ohne seine Hilfe ginge es nicht. Jonathan bekommt Brei, denn seit einiger Zeit kann er nicht einmal mehr kauen. Der Alltag mit Jonathan kostet enorm viel Kraft. Einmal in der Woche nimmt sich Susanne Kellner Zeit, um aufzutanken, beim Singen. Sie macht eine Ausbildung zur Singer- und Songwriterin. Ihr erstes selbst komponiertes Stück hat sie Jonathan gewidmet. Zeit mit dir bedeutet Dankbarkeit zu erben, denn du hast Sinn in mir. Ich hab Sinn in dir. Wir gehen ein Stück gemeinsam Hand in Hand, denn du bist Glück für mich. Jeder Zweifel ändert sich. Ich lieb dich bis trotz der unheilbaren Krankheit ihres Sohnes strahlt Susanne Kellner Zuversicht aus. Auch weil Jonathans fröhlicher Charakter immer noch durchblitzt. Da steckt immer so voller Neugierde, was kommt als nächstes, ja. Also immer für eine Überraschung zu haben und für einen guten Witz auch. Susanne Kellner hat ein Buch geschrieben. Ganz offen erzählt sie darin von den Höhen und Tiefen ihres Alltags mit Jonathan. Und sie hat einen Weg gefunden, damit zu leben, dass ihr Sohn vor ihr sterben wird. Ich glaube, dass ich das Leben richtig lieb gewonnen habe und auch einen Augenblick genießen kann und dass ich an ihn zurückdenken werde mit einer ganz großen Dankbarkeit und dass es so beides hat. Es wird eine Wehmut sein und auch so ein gewisses Vermissen, aber ich glaube auch, dass ich sagen kann, ich bin überglücklich, dass dieses Kind in meinem Leben war und ich glaube auch, dass wir uns wiedersehen.